Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um das Thema Reisen in der Schwangerschaft. Wann könnt ihr reisen? Wann solltet ihr lieber nicht reisen? Ist Fliegen in der Schwangerschaft schädlich? Was hat es mit den Impfungen auf sich? All diese Fragen haben mich erreicht und die klären wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Grundsätzlich spricht zunächst einmal gar nichts gegen Reisen in der Schwangerschaft. Es gibt aber ein paar Fragen im Vorhinein zu klären. Und das machst du am besten mit deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt. Einfach mal zu schauen, wo geht es überhaupt hin, welche Reise mache ich und wie weit muss ich fliegen, kann ich mit dem Auto fahren, muss ich mit dem Schiff fahren. Habe ich genug Impfschutz oder muss ich mich noch impfen lassen? Denn ja, man kann in der Schwangerschaft einige Dinge impfen, einige darf man nicht impfen. Das muss man einfach klären, in welche Gefilde man fährt. Da muss man natürlich schauen, ist das eine Risikoschwangerschaft, habe ich Blutungen gehabt, habe ich vorzeitige Wehen gehabt, eine Gebärmutterhalsverkürzung oder habe ich sogar ein Thromboserisiko, was erhöht ist. All das gilt es natürlich vorher mit dem Gynäkologen zu klären. Da muss man natürlich schauen, wie ist die medizinische Versorgung vor Ort. Wenn ich jetzt auf einer kleinen Berghütte mitten in den Alpen bin und 50 Kilometer entfernt ist erst das nächst kleinere Krankenhaus, dann sollte man natürlich gut überlegen, ob man sich so etwas zutraut, je nachdem, wie die Schwangerschaft verlaufen ist und wie weit man in der Schwangerschaft ist. Macht eine Reiserücktrittsversicherung Sinn, dass man einfach im Worst Case auch wieder zurückkommt? Welche Medikamente darf und kann ich mitnehmen gegen Kopfschmerzen, gegen Übelkeit, gegen Durchfallerkrankungen, all das, was einem eben in so Urlauben mal widerfahren kann? Welche Dokumente sollte ich mitnehmen? Mutterpass auf jeden Fall nicht vergessen, Impfausweis nicht vergessen, vielleicht einen Allergiepass noch mitnehmen. Also es gibt im Vorhinein einfach ganz, ganz viele Fragen zu klären und da ist der Gang zum Gynäkologen auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, dass man einfach mal schaut, okay, die Voraussetzungen sind sehr gut für die und die Reise oder da müssten sie vielleicht doch eine andere Reise buchen oder gucken, dass man sich entsprechend der Risikofaktoren einfach ein bisschen absichert. Wenn diese Punkte alle geklärt sind und die Gynäkologin oder der Gynäkologe geben dann grünes Licht, dann stellt man sich natürlich die Frage, ja, wo liegen denn eigentlich die Risiken in der Schwangerschaft zu reisen? Wovor haben denn da viele Angst? Und da gibt es im Prinzip zwei Punkte, die man sich ein bisschen vor Augen halten soll. Erstens, wo geht die Reise hin? Fliege ich jetzt, keine Ahnung, nach Asien, habe eine lange Flugreise vor mir, dort vor Ort ist vielleicht die medizinische Versorgung nicht perfekt, die Hygiene nicht perfekt, ich habe Infektionsrisiken. Oder fahre ich mal in die Nordsee mit dem Auto 2 Stündchen, das ist natürlich ein eklatanter Unterschied. Und ein großer Unterschied ist natürlich, wann man in der Schwangerschaft reist, ob das das erste, zweite oder das letzte Drittel ist. Erster Punkt, den ich ansprechen möchte, und ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, sind die langen Reisen. Warum ist das denn eigentlich so ein großes Risiko? Du hast in der Schwangerschaft einfach ein erhöhtes Thromboserisiko. Je weniger du dich bewegst, je weniger Flüssigkeit du zu dir nimmst, je eingeengter deine Position zum Beispiel ist, desto erhöhter ist dieses Risiko, einfach eine Thrombose zu erleiden. Wenn du also lange Autofahrten, Zugfahrten, Schiffsfahrten oder auch Flugzeugreisen vor dir hast, versuche wirklich jede Stunde ein paar Meter zu gehen im Flur auf und ab oder den Rastplatz mal anfahren und da ein paar Meter hoch und runter zu gehen. Versuch regelmäßig Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Besorg dir vielleicht vorher noch ein paar Stützstrümpfe. Ja, die sind nicht besonders bequem und nicht schön, aber die können Thromboserisiko einfach ein bisschen mindern. Und im Hinterkopf sollte man immer haben, jede Schwangere hat ein erhöhtes Thromboserisiko. Solltest du aber wegen irgendwelcher Vorerkrankung sowieso ein erhöhtes Thromboserisiko haben, solltest du definitiv vorher mit deiner Ärztin drüber sprechen, ob das okay ist, so eine Reise vorzunehmen oder was man da vorbeugend tun kann. Das zweitgrößte Risiko, was man beeinflussen kann, ist tatsächlich die medizinische Versorgung vor Ort. Man muss einmal schauen, ist das nächste Krankenhaus oder die nächstgrößere Klinik 100 Kilometer entfernt oder gut, sind es 10 Kilometer bis zum nächsten größeren Ort, wo eine Klinik ist oder ein medizinisches Versorgungszentrum, wo man je nach Schwangerschaftswoche einfach hingehen kann. Und der dritte Punkt der größten Gefahren bei Reisen in der Schwangerschaft, das sind eigentlich viele kleine Punkte, aber man muss einfach mal dran denken, wie ist denn die Infektionsgefahr vor Ort, wie sind die Hygienestandards, ist das alles relativ westlich oder ist es wirklich, sagen wir mal, in Indien im letzten Dorf, wo man das Huhn von letzter Nacht noch essen muss? Total übertrieben jetzt. Indien ist ein super schönes Land, by the way. Da muss man einfach gucken, wie da die Hygienestandards sind. Auch die klimatischen Umstände sollte man auch nicht vernachlässigen. Wenn man jetzt von deutschen Temperaturen auf einmal in 80% Luftfeuchtigkeit, 40 Grad kommt, dann ist einfach auch so ein schwangerer Körper noch mehr belastet, als das in Deutschland ja schon war. Und da muss man einfach gucken, dass man keine Kreislaufprobleme bekommt. Auch die Aktivitäten, die ihr vor Ort vorhabt, solltet ihr euch gut überlegen. Ihr solltet jetzt nicht irgendwie die heftigsten Wanderstrecken euch aussuchen, wo ihr irgendwelche Wände hochkraxeln müsst oder ein Bungee-Jumping machen oder sowas, ist ganz klar. Da brauchen wir nicht drüber reden, also Risikosportarten und Risikoaktivitäten solltet ihr auf jeden Fall unterlassen. Dazu muss man sagen, dass natürlich ein Zeitpunkt während der Schwangerschaft, wo man das Risiko einfach minimieren möchte, dass irgendetwas passiert, ist absolutes theoretisches Risiko. Aber es ist einfach so, dass man in sehr frühen Schwangerschaftswochen, also vor der 12. Schwangerschaftswoche, einfach ein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko hat. Das ist naturbedingt, es passieren einfach Fehlgeburten viel, viel häufiger vor der 12. Schwangerschaftswoche als danach.
Deswegen sollte man in diesem Zeitraum möglichst nicht lange Reisen auf sich nehmen und natürlich kurz vor oder um den Entbindungstermin rum, da sagen auch viele Fluggesellschaften schon alleine ab der 34. Schwangerschaftswoche schon, wir nehmen keine Schwangeren mehr ab der 34 plus 0. Schwangerschaftswoche mehr. Also das ist vielleicht ein bisschen sehr, sehr früh, aber wenn man so um den Entbindungstermin ist und jetzt noch eine Reise nach Uganda von mir aus vorhat, da sollte man vielleicht doch nochmal dran denken, ob das jetzt so ein guter Zeitpunkt ist zu reisen. Ich glaube, das ist selbstverständlich, aber die Studienlage ist da ganz klar, der beste Zeitpunkt oder günstigste Zeitpunkt in der Schwangerschaft Reisen zu unternehmen, ist das zweite Schwangerschaftsdrittel. Thema Flugreisen in der Schwangerschaft. Kaum ein Thema werde ich so oft gefragt, wie ist es okay, während der Schwangerschaft zu fliegen und woran liegt es, dass da immer wieder Panik gemacht wird? Also, das dröseln wir jetzt einmal auf. Wenn es um Flugreisen in der Schwangerschaft geht, kommen immer wieder zwei Schlagworte. Das ist einmal die Strahlenbelastung und die Sauerstoffversorgung in großen Höhen. Zunächst einmal das Thema Strahlenbelastung. Ja, es gibt ein, wenn auch theoretisches, Risiko, dass dem Kind eine Strahlenbelastung, eine erhöhte Strahlenbelastung widerfährt, wenn man eine große Flugreise, vor allen Dingen einen Langstreckenflug macht. Dazu muss man sagen, Strahlenbelastung, gibt es auch eine Einheit für, wird in Mikrosievert gemessen. Man hat herausgefunden, dass 1000 Mikrosievert ungefähr überhaupt nicht schlimm sind während einer Schwangerschaft. Also das ist als unbedenklich anzusehen. Ein Flug von Frankfurt nach New York, also ein Langstreckenflug in großer Höhe, hat ungefähr eine Strahlenbelastung von 100 Mikrosievert, also ziemlich gering. Eine Strahlenbelastung hier in Deutschland, allein die natürliche Strahlenbelastung, ist ungefähr im Schnitt 2500 Mikrosievert pro Jahr, muss man dazu sagen. Das heißt, je nachdem, ob du noch drei Handys hast und einen WLAN-Router und sonstige elektrische Geräte, kann die Strahlenbelastung da pro Jahr sogar noch höher sein. Aber die ganz natürliche Strahlenbelastung in Deutschland alleine ist schon 2500 Mikrosievert im Schnitt. Und so ein Langstreckenflug hat eine Strahlenbelastung, ja, aber es ist relativ gesehen gering. Und wenn man auf ganz normal sicher gehen möchte, dann wartet man quasi die Organentwicklung des Embryos ab. Und das ist so ab der 12. Schwangerschaftswoche ungefähr der Fall. Und wir haben ja gesagt, so vor der 12. Schwangerschaftswoche würde man eh eher davon absehen, zu großen Reisen zu raten, wegen des Fehlgeburtsrisikos. Und da hat man das ja schon alles in einem Sack. Dann sagt man, okay, ich warte diese 12 Wochen ab und ab dann kann ich mir zutrauen und kann dem Baby auch eine große Reise in einer Flughöhe zumuten. Dann ist man also auf der sicheren Seite, was die Strahlenbelastung angeht. Viele Fluggesellschaften, wenn nicht fast alle Fluggesellschaften, haben natürlich Angst davor, dass Kinder unterwegs im Flugzeug geboren werden. Das kann man irgendwo auch so ein bisschen nachvollziehen. Und die haben deswegen auch teilweise ein Verbot drin, dass man ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche nicht mehr als Schwangere so und so vielten Woche mitfliegen darf. Das ist einfach von den Fluggesellschaften so festgelegt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass da irgendwie ein erhöhtes Risiko für Kind oder Mutter sind. Die haben einfach Bedenken, dass in so einer großen Höhe im Flugzeug das Kind zur Welt kommt. Und dann kann es natürlich auch Komplikationen unter Geburt geben. Und deswegen gibt es Fluggesellschaften, die einfach ab einer gewissen Woche sagen, nee, wir nehmen euch leider nicht mehr mit. Da muss man sich einfach vorher informieren. Ansonsten zwischen dieser 12. Woche und der speziellen Woche für die Fluggesellschaft ist Fliegen insofern, was die Strahlenbelastung angeht, erstmal als unbedenklich anzusehen. Zweiter Punkt haben wir besprochen, ist diese Sauerstoffversorgung. Man hat also gesagt, okay, da oben in so einer Druckkabine, da ist die Sauerstoffversorgung nicht mehr ganz so gut gewährleistet, also kriegt das Kind auch weniger Sauerstoff ab. Und da gibt es zahlreiche Studien zu, dass das absoluter Nonsens ist. Also diese Sauerstoffversorgung in großen Höhen, in Flugzeugdruckkabinen, ist als unbedenklich anzusehen. Das ist überhaupt kein Grund zu sagen, ich darf jetzt nicht mitfliegen, weil mein Kind kriegt irgendwie zu wenig Sauerstoff ab. Das also zum Thema Flugreisen in der Schwangerschaft. Ich finde das Thema im Internet extrem überinterpretiert und extrem frustrierend, wenn man sich da informieren möchte, weil da gibt es einfach zig Meinungen. Und hier noch einmal einfach diese Datenlage, wie es ist. Es gibt eine Strahlenbelastung, es gibt auch ein gewisses Risiko natürlich. Und wenn man da die ersten 12 Wochen sagt, okay, das machen wir nicht, dann hat man dieses Risiko minimiert. Dann möchte ich aber auch, dass alle Frauen ihren Flugmodus nachts beim Handy einschalten, dass man da einfach dieses Strahlenrisiko auch minimiert. Also wer A sagt, muss auch B sagen. Und ab der 12. Schwangerschaftswoche ist das dann überhaupt kein Problem mehr. Thema Sauerstoffsättigung, das hatten wir, das ist absoluter Nonsens. Viel wichtiger finde ich bei solchen Flugreisen eben auch, was wir vorhin schon besprochen hatten, das Thromboserisiko. Also da bitte darauf achten, dass man einfach alle Stunde mal aufsteht, mal zur Toilette hoch und runter geht, die Beine ein bisschen ausschüttelt, dass man da einfach dieses Thromboserisiko minimiert. Das finde ich viel, viel wichtiger als die Strahlenbelastung oder diese Sauerstoffversorgung. Das war das ganze Video zum Thema Reisen in der Schwangerschaft. Wenn du also eine ganz normale Schwangerschaft hast und alles in Ordnung ist, dann spricht eigentlich nicht viel gegen Reisen in der Schwangerschaft.
Man soll natürlich immer ein bisschen gucken, wo man hinfährt, wie da die Versorgung ist. Das hatten wir alles angesprochen. Und im Zweifel auf jeden Fall mit der Frauenärztin, mit dem Frauenarzt vorher drüber sprechen. Mal gucken, mal den Allergiepass gucken, mal den Impfpass gucken. Wie sieht es denn aus? Ist man gut versorgt? Und ansonsten kann man da einfach nur viel Spaß beim Planen eurer Reisen wünschen. Schüttelt immer schön die Beine aus, um das Thromboserisiko zu minimieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mich doch bitte wissen. Daumen nach oben. Abonniert einfach diesen Kanal und ihr könnt auch gerne mal bei Facebook und Instagram reinschauen. Da gibt es ab und zu auch mal ein paar private Einblicke in das Leben eines Gynäkologen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Reisen. Bis dann. Ciao.